Liebe Hofenfreunde, ich stehe jetzt an einem Bausatz, oder vor allem zwischen zwei Bausätzen, aber es geht um den hier. Das ist der Odense von Nordpreis, aber die ältere Version, das sage ich gleich dazu, es gibt den in der Neuauflage, leicht optisch angepasst, ein bisschen anders gefertigt, aber grundsätzlich an dem Modell sehr gut erklärbar. Ich habe einen Bausatz, das heißt, es kommt nicht so, wie es hier ist, es kommt nicht fertig, sondern ich habe einen Einsatz, dann habe ich getrennt meine Betonelemente, die in dem Fall jetzt weiß gestrichen wurden. Man kann die aber auch betongrau lassen, also hier daneben, das Gerät beispielsweise, ist ja in dem Betongrau, so kommt der auch. Und die meisten Leute lassen den auch so. Was schön ist beim Odense, es ist ein reines, sieht erstmal aus wie ein Eckgerät, ist es aber nicht. Ich habe nämlich hier hinten eine gerade Wand, das heißt, ich kann den auch spitz vor einem hinten gerade Fläche und dann schaut der spitz in den Raum rein. Kann ich von zwei Seiten praktisch schon reingucken. Das macht ab und zu, sieht das sehr gut aus, muss man genau sich angucken. Ist natürlich auch nicht so ganz einfach, weil die Scheiben immer eine enorme Abstandsfläche haben. Lässt sich also nicht in jeder Raumsituation unterbringen. In den meisten Fällen steht der so wie jetzt in irgendeiner Ecke, Nische oder irgendwas drin. Und man kann eben von zwei Seiten reingucken. Lässt sich ganz normal öffnen. Hier mein Hebel. Ja. Nachteilig, aber nur in Deutschland und hat auch mit dem Ofen nichts zu tun, ist natürlich, dass die Tür wieder zufällt. Bauart-1-Tür, das ist Pflicht. Da kann der Hersteller nichts für. Wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber es ist leider so. Und habe dann hier drin keinen Schamott, keinen Wärmekolit, das ist ein Thermott. Das heißt, ich habe eine Mischung aus Keramik und Schamott. Relativ hartes Material, aber auch noch ein bisschen Speicherwirkung. Also er nimmt ein bisschen Wärme auf. Die Schildchen hier rausnehmen. Nimmt ein bisschen Wärme auf. Wie man sieht, kein Aschekasten. Man kriegt so eine Aschebox dazu, aber die ist aus meiner Sicht Unsinn. Würde ich nicht empfehlen, weil die Asche leichter als Luft, wenn man dann die Aschebox rausnimmt, dann hat man auf der Hälfte zum Ascheeimer schon alles verloren. Das macht wenig Sinn. Ansonsten, was mir gut gefällt, dass der Feuerraum relativ hoch ist. Ja, also ich habe auch im Sitzen vielleicht einen leichten Blick nach oben, aber trotzdem ist es schöner als die tiefen Feuerräume bei üblichen Öfen. Und dann wird der, wenn der geliefert wird, also so ein Modell kriegt man relativ schnell auch zu Hause alleine gebaut. Aber wenn ihr das aufgebaut wollt, dann kontaktiert uns natürlich, machen wir. Was ich nicht empfehle, auch wenn wir es hier gezeigt haben, ist zu streichen. Liegt an der thermischen Ausdehnung. Wenn das Material jetzt mit Wärme belastet wird, dann sieht man natürlich schon hier so ein paar Risse. Das würde bei einer Putzoberfläche nicht passieren und deswegen wäre ich auch immer für Putzen, nicht für Streichen. Man kann den aber, wie gesagt, auch im Betongrau lassen. Und dann hat man trotzdem einen wunderbaren Ofen, also das brennt wunderbar. Es ist am Ende auch von der Optik her natürlich ein bisschen was anderes als jetzt so der klassische Ofen. Ist trotzdem im Preisbereich noch unter 4000 Euro immer noch attraktiv und man hat sehr viel Individualität für wenig Geld, will ich nicht sagen, aber für schmales Geld und mein Holzfach unten drinnen kann optisch gestalten, wie ich will, von einer guten Firma, Nordpreis, ja, aus Norwegen und habe also rundum sorglos Paket mit dem Ofen, würde ich sagen, nur viele Jahre Spaß und wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr irgendwas wissen wollt, Beratung braucht, schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns per E-Mail, ruft uns an, wir machen das gerne. Lasst vielleicht auch ein Like da und abonniert den Kanal, das wäre auch schön. Und wir sehen uns beim nächsten Ofen.